Viel Spaß beim Nachkochen. Ach nee, ist ja noch gar nicht fertig. Hallihallo und herzlich willkommen zu Einfach Kochen mit Hendrik und Ulf. Heute geht es um das Thema Küssen. Ja, nein. Fast. Wir machen einen Couscous-Salat. Okay, und wie gehen wir da vor? Ja, wir brauchen Couscous, wir brauchen ein bisschen Feta-Käse, okay. Oder eine Gurke, ein paar Tomaten. Okay. Genau, wir müssen jetzt erstmal Wasser aufkochen lassen, damit der Couscous quellt. In der Zeit, wo der Couscous quellt, können wir dann das Gemüse schneiden und den Käse für den Salat. Vielen Dank. 3 Sekunden später sind die Tomaten klein. Ja, nicht ganz. Wir haben ja Zeit heute. Couscous ist ja Hartweizengrieß. Muss das eigentlich in kochendes Wasser rein oder geht das auch in heißes Wasser? Nee, der sollte einmal kochen, damit der schön quellen kann, damit der auch weich wird. Und wie lange quellt der dann so ungefähr? Ja, so 5 bis 8 Minuten bei geschlossenem Deckel. Das Wasser kocht schon, kann ich es reinpacken? Oder? Ja, es kocht gleich. Ach so, aber die Bubbles, wenn die so klein sind, gilt das noch nicht als kochen? Ich dachte, das gilt schon als kochen. Nee, es muss sprudeln kochen. Ah, okay. Wieder was gelernt. Und dann geht es auch schneller, wenn es halt sprudelnd kocht. Genau, als wenn einmal sprudelnd aufkochen, dann den Couscous rein. Ist das schon sprudelnd genug jetzt? Ja. Okay, cool. So, einmal alles rein. Dann geht's los? Genau. Dann machen wir den Herd aus. Wir müssen nicht umrühren oder irgendwas? Wir rühren es jetzt einmal kurz um, dann den Deckel drauf und quellen lassen. Und dann gelegentlich mit einer großen Gabel noch so ein bisschen auflockern. Okay. Die Tomaten habe ich geviertelt, die Gurke habe ich halbiert. Jetzt nehme ich hier einen Löffel, um das Kerngehäuse da rauszuholen. Warum das? Damit es nicht so verwässert, das ist ja nur das Wasser hier in der Gurke, das wollen wir nicht unbedingt haben. Damit könnte man noch einen Gurkendrink machen oder so. Genau. Mit Zitrone und Ingwer oder so. Ja, zum Beispiel. Jetzt können wir hier das einfach in Streifen schneiden. Ich sage immer so als Richtlinie so daumennagelgroße Würfel, das ist immer ganz gutes Maß. Theoretisch könnte man auch noch Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Oliven, Oliven, getrocknete Tomaten, man kann auch frische Kräuter mit reinschmeißen. Also da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Gerade wenn man mit Kindern kocht, manche Kinder mögen keine Gurken, manche Kinder keine Tomaten und so kann man das dann individuell gestalten, je nachdem, wie man es gerade möchte. Cool. Aber mit einer Gabel rein hier? Genau. Ja, ist schon keine Flüssigkeit mehr zu sehen. So, in der Zeit magst du mir einmal den Käse rübergeben. Danke. Da wird sehr gerne gewürfelt. Das ist jetzt so ein ganz normaler Feta-Schafskäse. Genau. Aber da kann man auch Ziegenkäse nehmen oder weglassen. Brauchen wir auch noch Salz und Pfeffer vielleicht ein bisschen? Ne? Ja, Salz nicht unbedingt, weil wir den Käse haben in dem Fall, der sehr kräftig ist. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Feta-Käse benutzt. Okay. Aber ansonsten kann man auch das Couscouswasser schon aromatisieren mit Gewürzen. Kann auch in das Wasser ein bisschen Tomatenmark mit reinmachen, dann hat man roten Couscous-Salat. Sieht schon ziemlich fertig aus, oder muss es noch höher quellen? Sieht sehr gut aus. Irgendwie, ja. Okay. Sieht man auch, der ist schön locker. Und wenn man es jetzt so heiß zusammen macht, dann kann es sein, dass der Käse so ein bisschen anfängt zu schmelzen, cremig wird. Weil es ja auch gar nicht schlecht schmeckt. Genau. Und da wir kein Blattsalat haben, was zusammenfällt, können wir das jetzt ruhig. Das ging ja jetzt auch wirklich rasend schnell, ne? Ja. So, und jetzt fangen wir an mit dem Essig. Auch da lieber weniger und dann noch nachwürzen, weil wenn es zu viel ist. Okay, das sind jetzt hier so, sagen wir mal, 2,5 Löffel vielleicht. Ja. Jetzt machen wir noch Öl ran. Schönes Olivenöl, so gute 3 Esslöffel bei der Menge jetzt. Also so Joghurt oder sowas würdest du nicht empfehlen reinzutun, oder? Nee, das nicht, dann wird es matschig. Man kann so eine leichte Joghurtsoße mit Minze oder sowas. Immer so ein bisschen zur Seite dekoriert? Genau, oder dann in der Schüssel, also in der kleinen Schüssel, wenn man es dann isst, drüber machen. Aber im Großen und Ganzen ist das auch schon fertig. Probieren? Super. Sehr cool. Ich habe hier meinen kleinen Löffel, ich mache dir mal was in deine Schüssel. Ja, kannst auch die kleine nehmen. Guten Appetit. Danke, Cheers. Gleichfalls. Cool. Super einfach, super lecker. Ja, mache ich mir demnächst auch mal. Viel Spaß beim Nachkochen. Westfalia. Einfach machen.